Okay, Mission 2. Erstmal Interludium, ein geteiltes Königreich. Am nächsten Abend erscheint die Banshee Sylvanas irgendwo in den was? Tirisfalmoren bei einem geheimen Treffen. Lady Sylvanas, wie schön, dass ihr gekommen seid. Wie könnte ich nicht? Aus irgendeinem Grund höre ich die Stimme des Lichtkönigs nicht mehr in meinem Kopf. Ich habe meinen freien Willen wieder. Ihr Schreckenslord scheint den Grund zu kennen. Wir haben festgestellt, dass der Lichtkönig seine Macht verliert. Und mit ihr schwindet auch seine Fähigkeit, über Untote wie euch zu gebieten. Und was ist mit König Arthas? Was ist mit seinen Kräften? Arthas Kräfte werden mit der Zeit schwinden, auch wenn mächtige Zauber in seine Runenklinge Frostmourne gewirkt wurden. Das ist unausweichlich. Ihr wollt ihn stürzen und euch dazu meiner Hilfe versichern. Die Legion mag besiegt sein, doch wir sind die Nasresim. Kein Menschenemporkömmling wird uns beherrschen. Arthas muss weg. Der Lich Kel'Thuzad ist viel zu loyal, seinen Meister zu verraten. Ihr andererseits. Hasst ihn. Und ich habe meine Gründe, nach Rache zu dürsten. Arthas hat mein Volk ausgerottet und mich in dieses Monstrum verwandelt. Ich werde euren blutigen Umsturz unterstützen, aber auf meine Weise. Ich für meinen Teil traue ihr nicht. In ihr schlägt ein Elfenherz. Sie wird nie mit uns paktieren. Nicht so voreilig. Sie ist ein Freigeist, aber ihr Hass auf Arthas wird letztlich unseren Zwecken dienen. Das stimmt. Da das nun auch geklärt wäre, möge das Fest beginnen. Kapitel 2. Die Flucht aus Lordaeron. Am nächsten Morgen sprechen König Arthas und sein Majordomus Kel'Thuzad im Palastgelände über die düsteren Warnungen des Lichtkönigs. Die Anfälle sind also schlimmer geworden. Ja, meine Kraft ist erschöpft. Ich kann kaum meine eigenen Krieger befehligen. Der Lichtkönig warnte mich, wenn ich nicht bald nach Northrend komme, könnte alles verloren sein. Keine Angst, mein König. Die Vorbereitungen für eure Abreise sind abgeschlossen. Schiffe warten an der Küste und... Die Pläne wurden geändert, König Arthas. Ihr seid am Ende eures Weges angelangt. Mörder! Eine Falle! Ihr hättet nicht zurückkehren sollen, Mensch. Dank eurem geschwächten Zustand haben wir die Macht über die Mehrzahl eurer Krieger übernommen. Eure Herrschaft war wohl nur von kurzer Dauer. Es sind zu viele, mein König. Flieht! Verlasst die Stadt! Ich suche meinen eigenen Weg. Wir treffen uns in der Wildnis. Nun gut, Lich. Viel Glück. Ja, und allerspätestens jetzt. Wisst ihr, was ich auch meinte? Arthas braucht die Power. Wir sind mit ihm alleine. Und wir kriegen ja mit, der Lichtkönig wird schwächer. Und damit verliert er auch seine Macht, über Untote zu herrschen. Das ist übrigens auch der Grund, wieso die Untoten gegen die... Endlich. 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 Beziehungsweise... Wie war das nochmal? Genau. Warum die Frostmourne hat Untoten Hunger. gegen Illidan gekämpft haben. Endlich. Das waren nämlich noch die Untoten. Moment mal, ich bin es gerade im Überlegen. Irgendwas stimmt da gerade nicht bei meiner Frostmourne Überlegung. hat Hunger. Doch, die Untoten haben ja gegen Illidan gekämpft. Und das, weil er den Frostthron zerstören wollte. Eigentlich hätten sie ihn ja, genau, eigentlich hätten sie ihn ja unterstützen müssen. Ja, eigentlich hätten sie ihn unterstützen müssen, weil sie es ja nur gutheißen. Sie wollen den Lichtkönig ja stürzen. Schließlich will es ja Kil'jaeden auch. Das ist ja auch noch der Kopf hinter der brennenden Legion unter anderem. Endlich. Und ja, die Untoten, die da das versucht haben zu verhindern, waren noch Untote vom Lichtkönig selbst gesteuert. Aber er verliert immer mehr die Macht und seinen Einfluss.
Und deshalb gibt es jetzt auch immer mehr Untote, die den Schreckenslords dienen. Das ist schon so besser. War das. Mein Gott, ey. Ich war jetzt gerade ein bisschen... Jetzt, Frostmourne! Es ist ein bisschen verworren, das Ganze. Aber man sieht, es gibt einen Machtkampf zwischen dem Lichtkönig und den Schreckenslords und in der Geißel. Frostmourne hat Hunger. Kel'Thuzad, unser Meister, schickte uns zu eurer Unterstützung. Unsere neuen Skelettmagier machen kurzen Prozess mit den Rebellen. Sehr gut. Wir müssen rasch handeln und alle finden, die in Treue zu mir stehen. Unterstützung können wir gar nicht genug haben. Ah, Kel'Thuzad Gegenstände. Voodoo-Puppe. Endlich. Skelettmagier, die sind neu. Cool, nicht wahr? Die machen komischerweise keinen Magieschaden, sondern Stich. Das sind eigentlich quasi die Skelettbogenschützen. Weiß nicht, warum sie die nicht mit reingenommen haben. Schon einfach, weil sie leuchten und so. Sprecht, Dummkopf. Aber gut. Eure Pein wird ohnegleichen sein. Machen wir mal weiter auf. Ah, endlich. Rolle des Schutzes. Das ist ein Steinsockel. Diesmal mache ich sie mal kaputt. Ich meine, das sind Bücher. Niemand erteilt mir Befehle. Lesen und so. Voll Janten. Zwar nur Beweglichkeit, aber hey. Leiden. Rüstung, Angriffsgeschwindigkeit. Niemand erteilt ja, denn warum mir keine Befehle. Kraft? Na gut, ich sollte nicht meckern. Frostmourne hat Hunger. Endlich. Die zwei Shards, da werden wir auf jeden Fall bald eine brauchen, hier irgendwas mitzunehmen. Nee. Das sind jetzt wirklich die Gegenstände von Kel'Thuzad. Und wir haben übrigens mitgekriegt, Sylvanas hat jetzt komplett ihren freien Willen wieder. Und hilft anscheinend den Schreckenslords dabei, Arthas umzubringen und die Macht, dass die Schreckenslords die Macht wieder an sich reißen können. Komplett über die Geißel. Ah, endlich. Das ist schon besser. Oi, Monsterite. Die Toten sollen dienen. Stärk. Niemand erteilt mir Befehle. Wir haben immer noch die Stimme von Uta, das ist immer irgendwie lustig. Was ist es diesmal? Uta lebt im Geiste aller anderen weiter. Niemand erteilt mir Zumindest macht Befehle. Uns seine blöde Seuchenwolke nichts aus. Sprecht, Dummkopf. Vorsicht. Und ihr seht, das bekommt auch keine Erfahrung oder so. Wir leveln einfach immer weiter runter. Jetzt sind wir auch schon Stufe 8 und haben was von der unheiligen Aura verloren. Das ist auch böse. Endlich. Heiltrank, Krummstab der Wiederbelebung. Weckt eine Leiche zum was Leben. Was ist das diesmal? Dafür haben wir die Totenbeschwörer. Endlich. Bei dieser Mission war mal was. Ich muss mal gerade ganz kurz was lesen. Moment, das war... Genau, die Flucht von Lordaeron. Okay. Moment, das muss ich erstmal noch genauer lesen. Ich glaube, ich nehme den mal mit. Endlich. Ich glaube, mit diesem Ding ist sogar was. Dann nehme ich diese plus 1 Beweglichkeit mal weg. Da haben wir gerade einen Foliant dafür bekommen. Dummkopf. Okay. Endlich. Das ist schon wie gesagt, besser. Ich brauche ein bisschen das zu lesen. Das ist nämlich komplett auf Englisch. Ich verstehe schon Englisch, wie schon gesagt, aber ich brauche ein bisschen jetzt zum Reinlesen, weil ich es auch nicht hundertprozentig fließen kann. Frostmourne hat Hunger. Vorsicht. Endlose Pein. Aber auf jeden Fall, sobald wir... Zombies. Das muss hier schon in der Nähe sein. Wir können mit diesem Krummstab der Wiederbelebung tatsächlich den Zombie-Master übernehmen irgendwie. Den Zombie-Meister. Wird interessant. Was ist das diesmal? Und das soll in einem Raum... Oh, fuck. Oh, fuck. Scheiße. Scheiße. Wo kommen die denn her? Ich habe nicht gespeichert, oder? Nee, ganz ehrlich, damit komme ich nicht klar. Das sind jetzt Verluste. Nee, dann speichern. Dann starten wir nochmal neu. Ist ja nicht viel, was verloren gegangen ist. Dann sich das nochmal kurz... Ein Raum mit einem Nekromanten, die etwas beschwören. Und ein paar normalen Gegnern, die Ghulen. Töte sie. Geht zum Pylon. Zum Pfeiler. Wo die Nekromanten SSS beschwören. Und benutzt den Stab. Okay, benutzt den Stab an ihm. Okay. Das werde ich sehen. Wenn Nekromanten da sind, etwas beschwören wollen, können wir das anscheinend machen. So, machen wir nochmal. Wir müssen hier echt vorsichtig sein in der Mission. Wir sehen, das sind überall mal Fallen und Vorsicht. Hinterhalte. Für den Lichtkönig. Lasst mich raus. Ich bin Arthas. Endlich. Kel'Thuzad, unser Meister, schickte uns zu eurer Unterstützung. Unsere neuen Skelettmagier machen kurzen Prozess mit den Rebellen. Sehr gut. Wir müssen rasch handeln und alle finden, die in Treue zu mir stehen. Unterstützung können wir gar nicht genug haben.
Ich glaube, wir können dann gleich mal so einen Eisgeist mit dazu holen. Sind diesmal Folianten der Kraft drin oder so? Naja, es sind immer die gleichen, glaube ich. Was ist das diesmal? Ja, Intelligenz und hier ist Beweglichkeit. Jawohl. Aber hey, immer noch besser als das. Zum Glück weiß ich, dass er etwas mit denen kaputt machen kann. Das ist nämlich jede Menge, was einem verloren geht dann durch die Folianten. Attribute sind Attribute, Geschenke, ohne einen Platz zu belegen. Bitte. Gibt es kaum was Schöneres. Das ist so herrlich romantisch. Ja, kommt Monsteritäten, ich weiß doch, dass ihr da seid. Endlose Pein euch erwachen. So, jetzt muss ich wirklich mal aktiv gucken. Jetzt war ich nämlich zu sehr mit Lesen beschäftigt nebenbei. Um hier auf meine Totenbeschwörer aufzupassen. Ich habe nicht bemerkt, dass da von hinten ein Hinterhalt kommt. Das ist richtig gemein gewesen. Das Skelett tankt gerade, das ist gut so. Kannst ruhig weitermachen. Das macht's gut so. Was ist das diesmal? Das ist ein tolles Hobby. Das ist eine tolle Angewohnheit. Ah, endlich. Schön beibehalten. Belebt eine Leiche, und boah, den kann man sogar dauerhaft benutzen. Niemand cool. Niemand erteilt mir Befehle. Endlich. Mhm. Das ist so, jetzt besser. Hier nochmal vorsichtig. Jetzt speichern wir mal. Ich weiß jetzt nicht, ob ich gespeichert habe, aber ich wollte jetzt nicht irgendwo endlich. Laden, dann in der vorigen Mission oder so. Das ist schon besser. Das ist doch doof. Wo kommen wir denn da hin? Kommen jetzt die Zombies. Wo kamen dann auf einmal die Zombies raus, die mir so auf den Sack gegangen sind? Da! Wo kommen die her? Das ist ja mal richtig gemeiner Hinterhalt, ey. Aber gut, ich habe meinen Trupp 1 hier. Und der Rest sind jetzt eigentlich bloß das Kondomfutter hier. Passt. So klappt das. Endlich. Was ist des Schattens? Kommt mal durch. Hier geht mal alle runter. Da sind noch Zombies zum Töten. Vorsicht. Wir brauchen Items. Wie gesagt, Gegner töten, Erfahrung bringt uns hier nichts. Items sind es. Items und Folianten und so Spaß. Was ist das diesmal? Das ist schon so Spaßspäße. Zombie-Meister. Niemand erteilt mir Befehle. Das ist schon der Zombie-Meister. Okay. Den sollen wir angeblich beleben können. Aber war das nicht irgendwie von wegen Beschwören und so? Na gut, ich glaube, das ist einfach ein anderer Zombie-Meister. Wir können irgendwo anders noch einen Zombie-Meister dazu holen. Okay. Niemand erteilt mir Befehle. Könnt ihr trotzdem mal probieren. Ah, okay. So ist ein normaler Zombie. Ja, ich glaube, den Zombie-Meister können wir auf diese Weise auch beleben. Aber ich frage mich, wie das jetzt gemeint war. Was ist das diesmal? Komm, dann nehmen wir bis 3 weg und nehmen Schutz dazu. Frostmourne hat Hunger. Das ist schon besser. Frostmourne hat Hunger. Das Gold. Was zum Teufel wollen wir mit Gold? Na gut, wir können einen Shop finden. Endlich. Jetzt werdet ihr. Wie lange halten die eigentlich bei Tote beleben? Ja, ein bisschen. Für den Lichtkönig. Niemand erteilt mir Befehle. Die rastlosen Toten. Sprecht, Dummkopf. Vorsicht. Jetzt, Frostmourne. Na? Jetzt zack, werdet zack. Ihr leiden. Hoffentlich taugt das was. Was ist des Schattens Beginn? Sprecht, Dummkopf. Was sehr ist schön. Diesmal? Ansonsten hier nichts sprecht, mehr. Alles Dummkopf. Klar. Ja, den Zombie-Meister würde ich jetzt gerne wieder beleben, aber ich glaube, es würde auch funktionieren, aber ich hab's ja versaut. Aber das, was hier gemeint Niemand war, hier bei der Anleitung, die ich hier habe, das ist etwas gewesen mit irgendeinem Raum mit Beschwörern. Das war das hier nicht. Frostmourne hat Hunger. Was ist das diesmal? Endlich. Mal ein bisschen weiter das hier ist schon besser. Weiter oben geht's ja offensichtlich endlich. Weiter. Wir sind noch näher rum. Niemand erteilt mir Befehle. Was ist das diesmal? Wir haben, glaube ich, sogar maximal leer. Ja, die sind wieder maximal abgegradet, Niemand alle. Niemand erteilt mir Befehle. Wir haben eigentlich bloß 2 Totenbeschwörer, was wir damit wieder an Armeen aushebt, so spontan. Einfach klasse. Die rastlosen Toten. Vorsicht. Als nächstes nehmen wir dann mal die Stiefel der Geschwindigkeit weg. Hi, bist auf meiner Seite. Das finde ich klasse. Das ist schon besser. Ihr da, Kanonenfutter, bitte mal vor. Die halten aber echt lange. Ja gut, Skelett, Langlebigkeit und so. Upgrade. Vorsicht. Frostmourne hat Hunger. Die Zombies haben echt gar nicht mal so wenig Sprecht, Power. Dummkopf. Die Monsterität, die uns hier hilft, ist klasse. Gefällt mir. Da haben wir schon mal einen Schreckenslot. Können wir den gleich töten? Ja. Vorsicht. Hi, Freundchen. Will da jemand ein Faustbrot? Was ist das diesmal?
Schläft er mich ein? Cool, weck mich mal bitte. Sanften Schlag bitte. Ganz sanft. Brecht, Dummkopf. Ey, weg, schläft er mich wieder ein. Was ist das diesmal? Arthas wurde eingeschläfert. Endlich. Ein bisschen, Dummkopf. Aber die sind noch Kontrolle. Das ist schon besser. Das sind Gruftbestien, die sich bestimmt wie. Ei, machen die echt so viel Schaden? Oh Gott. Ach nee, es sind meine Skelette bloß. Aber mir kommen ständig Zombies nach. Wo kommen die her? Die kommen bestimmt von da, nehme ich mal. Nee. Kann nicht sein. Von wo kommen die? Weil da ist doch die Barriere. Frostmourne hat Hunger. Und die Barriere ist kaputt gemacht worden. Kann auch sein. Pein wird ohnegleichen sein. Alles möglich. Alles in der Bereich des Möglichen sein tun. Beide Ruhm. Die Rebellen hätten uns fast erwischt, König Arthas. Ich würde nicht dulden, dass die meinen von diesem Pöbel ermordet werden. Dann bleiben wir bis zum Ende bei euch. Was ist es diesmal? Ist Arthas nicht romantisch? Ah. Endlich. Also nicht zulassen, dass Vorsicht. Die meinen von diesem Pöbel ermordet werden. Frostmourne hat Hunger. Nun zieht von dannen. Besser gesagt, nun zieht mit mir in den Kampf. Wo kommen diese Kack-Zombies her? Hat Hunger. Mich würde echt mal interessieren, wo diese Zombies herkommen, die mich immer angreifen. So unglaublich. Das ist total frech. Frostmourne. Was ist denn das für eine Erziehung, bitte? Frostmourne hat Hunger. Zombies auf Leute hetzen, hallo? Endlich. Wo lernt man sowas? Eure Fähigkeiten, kleiner Schemen. Werdet ihr mir helfen? Ich lebe nur, um euch zu dienen, König Arthas. Ich lebe nur, um mich zu schämen, König Arthas. Frostmourne hat Hunger. Für den Lichtkönig. Niemand erteilt mir Befehle. Der Schelm ist nützlich. Sprecht, Dummkopf. Den nehme ich gern mit. Einmal im Spezialmenü, bitte. Eure Gruftbüsten sind viel schlechter. Die sind doch stärker gemacht worden, oder? Jetzt mit dem Light-On. Endlose Pein wird euch erwarten. Jetzt, Frostmourne. Oder war ich sonst immer so blind? War ich so dumm? Endlich. Ich brauche euch, Krieger. Kommt mit mir. Niemand ich brauche euren Hunger. Befehle. Das ist schon besser. Noch ein Krummstab der Negitas. Ja, da stehen schon wieder Zombies. Und ein Ghoul noch dazu. Vorsicht. Einfach weil noch ein Menü mit enthalten war. Was ist denn da hinter dem Tor? Hi. Ah, endlich. Eine Druckplatte. Frostmourne hat Hunger. Wir haben etwas aufgemacht. Endlich. Frostmourne hat Hunger. Seid ihr jetzt stolz auf mich? Hab ich ganz alleine geschafft. Niemand erteilt mir Befehle. Hi. Ah. Endlich. Die Wachen der Schreckenslords sind vor dieser Waffenkammer stationiert. Wenn wir an ihnen vorbeikommen, könnten wir die Fleischwagen im Inneren akquirieren. Was? Vorsicht. Machen wir da Wasser draus das oder so? Das ist schon besser. Endlich. Akquirieren, ja klar, klar. Niemand erteilt mir Befehle. Liegt auf der Zunge das Synonym dazu, wie man es auch sagen kann. Frostmourne ja, hat Hunger. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Oho. Beweglichkeit plus 6. Dafür nehmen wir hier, das komm, ist nehmen wir schon mal die besser. Stiefel weg. Frostmourne hat Hunger. Ah, das hat durch seine Aura auch ganz gut Speed. Sprecht, Dummkopf. Ah, danke, das ist wie mit Fungieren. Endlich. Also Fungieren so, na. Übt die Rolle aus quasi. Fungieren, er tut das. Und so, das war auch mal cool bei so einer Rollenverteilung. Einer fungiert als Zeitnehmer. Also, fungiert? Wird er zu einem Pilz? No, du Idiot. Das ist schon besser. Ah, endlich. Da. Da. Rein. Frostmourne hat Hunger. Geschwind. So ging das. Die beschwören nämlich diesen Zombie-Meister da, glaube ich. Du gehst rein und mobst den einfach mal die Beschwörung weg. Das finde ich klasse. Das gefällt mir. Kauf ich. Ist gekauft. Das war's. Das ist die Beschwörung. Da guckt er was. Sprecht, Dummkopf. Zu cool. Endlich. Gefällt mir. Das Gesicht von denen. Wollen irgendwas beschwören. Auf einmal steht es tatsächlich früher auf als geplant und haut die erstmal richtig ordentlich ins Gesicht. Das ist schon besser. Ah, toll. Ich find's klasse. Endlich. Okay. Beschwörung
Abgebrochen. Sogar auf meine Seite gebracht. Leider ist er nicht dauerhaft da. Er ist ebenfalls nur kurz belebt. Ah, endlich. Find's aber super. Sprecht, Dummkopf. Ob es ein geplantes Easter Egg ist, weiß ich nicht, aber es ist lustig. Naja, es ist eigentlich kein Easter Egg so gesehen. Und wenn es nicht geplant ist, ist es erst recht kein Easter Egg, weil es ja extra von den Entwicklern versteckt ein Easter Egg. Was ist des Schattens Begehr? Aber ich würde es trotzdem nicht als Easter Egg bezeichnen. Es ist einfach, so eine kleine nette Spielerei nebenbei. Das ist schon besser. Dann akquirieren wir mal die Fleischwagen. Da ist auch schön ein Brunnen da, die können wir dann schön eintunken. Sprecht, Dummkopf. Vorsicht. Also ich habe sowas ähnliches wie restaurieren, so im Kopf bei Aquarieren, so als Synonym. Was ist das diesmal? Tschüss. Vorsicht. Sprecht, Dummkopf. Ah, die Fleischwagen retten. Ich appelliere an eure Loyalität. Werdet ihr mir dienen? Hunger. Frostmourne hat Hunger. Oh Mann. Jetzt, Frostmourne. Was will der von der Abhilfe, aber was? Endlich. Will er einen Apfel von mir? Ah, endlich. Das ist schon besser. Mein Gott, als ob die Untoten das alles so verstehen würden. Endlich, Feuerkraft. Sie wird uns zur Überwindung der Haupttorverteidigung dienen. Guck mal auf die zwei. Niemand. Es hat frei, Fleischwagen. Fliegt in die Freiheit. Frostmourne hat Hunger. Ah. Ich brauche eure Feuerkraft, liebe Fleischwagen. Und ja, die Untoten haben jetzt neue Türme. Die können jetzt einfrieren. Die haben einen Kälteeffekt. Na, einfrieren nicht direkt, aber sie verlangsamen stark. Jetzt, Frostmourne! Vorsicht. Was ist das diesmal? Und noch mehr Gold. Irgendwann brauchen wir's. Sprecht, Dummkopf. Hier brauchen wir nicht mal Angst vor Friendly Fire haben. Das sind Zeitsoldaten, sagen wir es mal so. Das ist schon Kurzzeitsoldaten. Vorsicht. Was so, ist diesmal? Fleischwagen gerettet. Sprecht, Dummkopf. Hi.